Nahezu jeder von euch wird in den vergangenen Tagen und Wochen die Minidoku vom sogenannten deutschen Anzeigenhauptmeister gesehen haben. Der aus Sachsen-Anhalt stammende junge Mann zeigt hobbymäßig in seiner Freizeit Personen an, die aus seiner Sicht Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten begehen. Das Hauptaugenmerk legt Niklas M. dabei auf Falschparker, um ihnen einen Bußgeld aufzuerlegen. Dabei fotografiert er beispielsweise falsch parkende Autos ab und trägt diese an die zuständige Landesbehörde mit einem entsprechenden Ermittlungszeichen weiter. Nun kam es laut Hörensagen nach dem Spiel zwischen dem Halleschen FC und Dynamo Dresden von vor einer Woche erneut zu einer Aktion, wo der Anzeigenhauptmeister involviert war. Mehreren Zeugenaussagen nach zu urteilen, wurde der junge Mann in einer S-Bahn nähe Halle mutmaßlich von HFC-Fans enttarnt und angegangen. Vermutlich wollte er die alkoholisierten Fans im Zug anschwärzen, da diese beispielsweise die Bahn durch Sticker verschönerten, was ihnen wiederum sauer aufstieß. Darauf forderten die Hallenser den Anzeigenhauptmeister, als dieser die Tat dokumentieren wollte, auf sein Handy abzugeben. Unter Androhung und auch Anwendung von Gewalt gab dieser sein Mobiltelefon heraus und verständigte zuvor offenbar noch die Polizei, die an der Enthaltestelle bereits am Bahnsteig vor Ort war. Niklas M. musste in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Zitat Bundespolizeiinspektion Magdeburg: In einer S-Bahn, in der sich 20 Heimfans befanden, kam es auf der Strecke von Bitterfeld bis Muldenstein gegen 18.20 Uhr zu einer Raubstraftat. Ein bisher unbekannter Täter entwendete dem Geschädigten unter Gewaltanwendung sein Handy. Daraufhin stoppte der Zug am Haltepunkt Muldenstein. Es wurden Einsatzkräfte zugeführt, welche den Sachverhalt aufnahmen. Der Geschädigte musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Handy wurde auf dem Bahnsteig gefunden. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern an. Zuständigkeitshalber wird der Landespolizei dieser Sachverhalt übergeben.